So Freunde, wir befinden uns hier in Trento, mal einen Rundumblick vom Vorplatz des Doms. Ah, siehst du? Gut. Ja, habe ich auch schon mal gegessen. Spargel und was war noch drauf? Wäre Lachs oder Krabben, weiß ich gar nicht. Lado. Lado hört sich schon mal gut an. Oh! Ist das der Alpenverein, oder? Ja, da ist auch noch ein Tiroler Hut. Auf so einer Hauptstraße und dann aber zurückgehen. Die Richtung stimmt schon hier. Wir gehen jetzt darüber. Dann kommen wir schon wieder irgendwo dahin, wo wir hinwollen. Ähnliches. Wo? Auf dem Berg. Ganz oben, ja, ja. Wetterstation. Ja. Wetter und sieht auch aus wie Radar und so ein ganzes Kram hier. Spionage. Mm. Da ist auch noch so ein Schloss da oben. Rubbelda. Da machen ganz schön Nebel, die Jungs, mit ihrer Flieger hier. Schön, ne, der Lavendel. Ja, muss man so mit der Hand durchgehen, dann riechst du gleich hier. Ja. So. Uah. Man riecht das auch so. Das ist ein Riesenladen, ne? Mhm.
Del Vecchio. Riesenanlage. Ja, im dunklen Museum. Dings auch so. Meistens. Dieses zugekleisterte da mit Beton, damit er so aussieht wie eine Grotte. Der hat mir das schon mal irgendwo gesehen. Ja, in, da als man in, wie heißt das? Nein, Florenz. Ach, in Florenz. Da war auch ein Schloss raus, hinten rum, da war so eine Grotte. Ja. Fängt schon wieder an zu tröpfeln. Der Brunnen gemacht von zwei Löwenköpfen hier. Ja, Freunde, auf dem Rückweg von Trento. Kurzer Stopp. Um euch mal zu zeigen, dieses super Tal hier. Weinanbaugebiet, ist auch glaube ich die Südtiroler Weinstraße oder sowas, oder Trentiner Weinstraße. Sehr guten Grappa soll es hier geben, sagt man. Kleine Dörfchen an den Hängen klebend oder unten im Tal. Also vorhin hieß das Val de Cambre, wie es jetzt hier heißt, weiß ich nicht. Val di Fiemme. Ja. Vino, Vino. Da oben am Hang, vielleicht ein Albergo, zumindest mal schön gelb. Naja, hier geht es ordentlich runter, da ganz unten kann man den Fluss erkennen. Ich reiche das nach, wie das Flüsschen heißt, aber schön ist. Und da liegt noch Schnee, weil heute haben wir mal einen auf Kultur gemacht. Es donnert mal wieder. Es sieht nach Gewitter aus. Aber hat was hier in den Bergen, muss man sagen. Gestern hatten wir auch schon mal eins. Okay, man sieht sich. Ciao, mal sehen, was aus der Zusammenstellung wird. Ciao, ciao.